himself. So, hallo, wir machen weiter. Bei Isaac Repentance. Letztes Mal haben wir mit den neuen Charakteren. Hä? War das nicht sonst grau? Waren hier nicht zwei Sachen immer grau? Was ist denn Mods? Ja, hä? Und wann ist das da? Okay. Keine Ahnung. Ich bin irritiert. Haben wir mit Jakob und Isso den Gütran gemacht und dann bin ich hier durchgegangen und habe geguckt, wo noch überall ein Gütran fehlt. Und es war nur Apollyon. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich einfach nie gespielt. Keine Ahnung. Deswegen holen wir jetzt mit Apollyon noch den letzten Gütran nach. Dass die mal alle weg sind. Was kannst du überhaupt, Apollyon? Ich habe keine Ahnung mehr. Du hast irgend so ein Spacebar-Item. Was macht das? Nix, wenn keine Gegner in der Nähe sind, scheinbar. Dann will ich es auch nicht verschwenden. Gut. Ein HP abstarten wir gleich mal. Das ist gut. Dann haben wir drei Herzen. So. Ich habe keine Ahnung, was Apollyon alles kann. Ich kann mich wirklich überhaupt nicht erinnern. Ich werde jetzt auch nicht zufällig schon Geld bekommen. Dann müssen wir erstmal in die erste Runde reingehen. Dann setze ich aber gleich mal mein schwarzes Loch-Dings da ein, was immer das ist. Überleg schon mal, was ich dann kaufen würde. Ich weiß nur, was ich nicht kaufen würde. Aber hier ist jetzt auch nicht so viel cooles Zeug. Ah. Hä, das hat auch nichts gemacht. Was macht dieses Schwarze? Okay, ich lese kurz, was dieses schwarze Loch macht. Dachte, ich wüsste, was dieses schwarze Loch macht. Ich weiß nicht, was dieses schwarze Loch macht. Aber da es Apollyon ist und kein neuer Charakter, muss das schwarze Loch ein Afterbirth-Item sein. Genau. Void. Void will consume any pedestal items. Ups. Ach so, der konsumiert Pedestal. Warum das denn? If an active item is consumed, its effect will be added to Void's effect when used, allowing you to consume multiple items and combine their effects. If a passive item is consumed, you gain a small stat upgrade to a random stat. Aha. Ach so. Aha, aha, aha. Okay. Also, ja. Gut. Also damit konsumiere ich Spacebar-Items im besten Fall und kann dann jedes Spacebar-Item alle 6 Runden einsetzen, sozusagen. Das, was ich halt konsumiert habe. Wenn ich ein anderes konsumiere, also wenn ich ein anderes Item da damit aufsauge, dann kann das dann kann es einfach bedeuten, dass ich mehr, also irgendwo mehr Upgrades habe. Oh mein Gott, das läuft gerade nicht sonderlich gut. Das wird eher, glaube ich, nicht so. Ich würde sagen, wir starten die Runde neu. Das war kacke. Ja, ja, schon recht. Ist schon recht, so. Das konsumieren wir doch gleich mal. Jetzt haben wir nämlich plus 1,5 Shot Speed und 1,2. Was ist denn das überhaupt? Was ist das denn für ein... Über dem Luck-Up, was ist das denn für ein... Also wir haben ja Tiers, sind die vielen Pfeile. Das Schwert ist der Schaden. Shot Speed. Aber was ist denn das, wo jetzt 1,2 ist? Was gibt es denn noch neben Luck? Speed ist nämlich ganz oben. Das ist die 1,0. Da ist ein blauer Stein. Aber Speed ist ganz oben. Bin irritiert. Ich mag es nicht, irritiert zu sein. Was gibt's denn neben... Na toll, nix hier. Nix zu gebrauchen hier. Was gibt's denn neben Speed noch? Hä?
Was ist dieses? Was würde dazu passen? Das sieht irgendwie aus wie so eine Sternschnuppe. Keine Ahnung. 1,2. Was haben wir denn hier so alles? Wait, ist das gar nicht der Shotspeed der Pfeil? Warte, wir haben Speed. Ich muss doch auf die 6 Stat-Werte kommen. Wir haben Speed, wir haben Tiers. Wir haben Damage. Ach, Range! Range, natürlich. Oh, ich habe die Range komplett vergessen. Never mind. Ah, dann ist die Range die 8,0. Der Pfeil ist Range. Und Shotspeed ist das Blaue. Wow, ich lerne... Erstmal im... fast schon 200. Part von Isaac. Nicht Repentance, ne, aber wenn man alle Parts zusammennimmt, nähern wir uns, glaube ich, langsam der 200. Erstmal lernen, was es für Stats gibt. Jojo! Okay, ich merke schon, mit Apollyon habe ich Spaß. Das nehme ich aber mit. Das ist nichts zum... Ja gut, ich kann es eh nicht einsetzen. All diese Drecksdinger, ne? So, Range und Luck up. Genau, jetzt... Okay, Range ist der Pfeil. Alles klar. Mensch, Mensch. Hier gibt's eine Kiste, an die ich noch nicht rankomme. Na, hier ist Müll. Da ist ein HP ab, aber das Geschenk wäre auch nice. Wobei, das Geschenk ist einfach ein random Pedestal-Item. Also, ja. Gut. Gott, mein... braucht so ewig mit ihm. Ich will dir meinen schönen Schaden zurückhaben vom letzten One. Oh Gott, das braucht... Oh Gott, vielleicht habe ich es mit ihm mal versucht und bin einfach kläglich gescheitert, so wie jetzt gerade auch. Holy shit, wenn ich nicht... Es geht einfach nichts kaputt mit dem Kerl. Es geht einfach nichts kaputt. Der ist... Dabei ist der gar nicht so schwach. Warum ist das so? Oh, cool. Okay, an die könnte ich sogar mit Glück rankommen, wenn ich es geschickt anstelle. Ja, das jetzt... Das ist jetzt natürlich interessant. Ich meine, probieren geht über studieren, ne? Man kann es ja mal probieren. Es ist halt jetzt schon mal guter Schaden. So, ich habe halt jetzt kein rotes Herz mehr, aber wenn ich die Runde schaffe, habe ich wieder rotes Herz. Also das war halt jetzt mal ein Versuch. Keine Ahnung. Keine Ahnung. War halt jetzt einfach mal ein Versuch. Weil mehr Schaden kriege ich nicht mehr am Anfang. Also mehr Schaden als das kriege ich am Anfang nicht. Das ist schon jetzt nicht so schlecht. Verglichen mit der Situation, wie wir sie vorhin hatten. Nein, 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 nicht an die Seite. Ich muss jetzt nur besonders auf die Herzen aufpassen, weil ich die halt nicht... im Moment nicht zurückbekomme. Die kann ich halt nicht aufladen, ne? Das ist klar. Jo, ja, gut. Die habe ich nicht realisiert. Nein, ich hab nicht hin, ich hab woanders hingeguckt. Oh, scheiße. Ich hab woanders hingeguckt. Ah, es war schon wieder dumm.
So, gib mir all mein Geld. Ich muss das HP abnehmen. Aber dann habe ich keinen Schlüssel. Meines Dinges. Ich weiß nicht, was das Ding ist. Was wollte ich sagen? Achso, doch, das Ding ist, ich muss nicht mehr den Satan-Kampf machen jetzt, weil ich war schon gerade drin im Deal. Ich war gerade schon im Deal drin. Dann kann ich mir den Kampf auch komplett sparen. Okay, das ist jetzt nicht gut. Ja. Ja. Ich meine, wir schaffen die Runde, aber zu welchen Kosten? Holy shit. Das ist kein guter Start. Also es ist eigentlich... Naja. Naja, man kann sehen, wie man will. Man kann sehen, wie man will. Was macht das goldene Hufeisen? Ah, scheiße, ich habe mich verklickt. Nee. Nein! Gott. Warum ist denn das da überhaupt? Okay. Ja, dann kaufen wir einen Schlüssel und gehen in den Shop. In den Dings, weil da gehe ich nicht, ne? Das ist hier nicht die beste Idee. Und er kann es auch nicht. Der konsumiert, also das Dings konsumiert nur Pedestal-Items, ne? Nicht, dass ich das falsch verstanden habe. Ja. Okay. Also bevor ich was gar nicht einsammle, setze ich Void ein, aber ansonsten ist es relativ. Useless im Moment. Das nehmen wir mit. So. Entschuldigung. Stimme. Ja, Energie ist nicht so geil, ne? Mal gucken, was so kommt. Item. Ich denke, das kann man mitnehmen. Ja, Tier Size und Range Up ist natürlich gut. Okay, wir haben eine Bombe. Und wir werden sie nutzen. Oh, das war gut. Das war gut. Das war gut und wichtig. So. Du kommst mit. Okay. Überlege jetzt halt gerade, ich könnte mir erst noch mal mehr Geld holen. Und gucke jetzt zum 1.063. Mal dieses Medaillon nach. Und kann es mir einfach nicht merken. Furchtbar. Es sind Items, die guckt man so oft nach. Immer wieder die gleichen Items. Und man kann es sich einfach nicht merken.
Warum? Warum kann ich es mir nicht merken? Ich weiß nicht mal mehr, wo es ist. Ich weiß nicht mehr. Das habe ich so oft nachgeguckt. Ey, das ist doch bescheuert. Wo bist du denn? Plus 1 to lowest stat. Das war der Quatsch. Ja, nee. Kannst du behalten, den Quatsch. Dann gibt es hier aber praktisch schon wieder kein brauchbares... Kein brauchbares Item. Okay. Wenn es hier eh kein brauchbares Item gibt, kann man auch erstmal spielen. Und gucken, wie viele blaue Herzen übrig bleiben. Warum muss der jetzt unsichtbar sein? Echt. Der Unsichtbare ist weg. Nicht treffen lassen. Meistens lasse ich mich treffen, kurz nachdem ich das sage. Ich sollte es einfach nicht mehr sagen, glaube ich. Ioni, das sind zu viele. Geh weg. Geht alle weg. Vorsicht, der schießt. Weg mit dir. Weg. Okay. Okay, irgendwas ist explodiert. Ist okay. Ist okay, kann ich mitleben. So. Ja, hier ist eigentlich echt nichts Brauchbares zum Kaufen und ich werde jetzt hier auch kein Geld einsetzen, um hier irgendwie... Nee, es ist Quatsch. Was ich aber machen werde, ist, wir werden hier reingucken. Ja, okay, weil ich werde jetzt ja getroffen und kriege jetzt hier dann wieder Geld raus. Das war schon einiges an Geld, okay. 5 Bomben. Was ist dieses Ding? Das habe ich bisher gerade gekonnt ignoriert. Was bist du? Nee. Ja, kompletter Quatsch. Damit kann man irgendwie Schlüssel schießen, aber dann verliert man die Schlüssel. Wobei es wären... Naja, es wären 5 Schlüssel für 15 Münzen eigentlich ja besser, als wie es bisher ist, mit 3 Schlüssel für 15 Münzen. Weil wenn jeder Schlüssel 5 Münzen kostet, ne, könnte ich so eigentlich Schlüssel bekommen. Ich glaube, dafür mache ich's. Dafür mache ich's und dann consume ich's einfach. Ich denke, so machen wir das. Wenn ich das überhaupt richtig verstanden habe, keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich es einfach völlig falsch verstanden. Aber plus 5 Keys habe ich gelesen. Genau, die 5 Keys habe ich jetzt und das Item selbst kann konsumiert werden. So, hier, zack. I don't know. Wenn ich jetzt Void einsetze, verliere ich jetzt automatisch einen Schlüssel oder wie sehe ich das? Oder schießt er einfach jetzt einen Schlüssel, auch ohne dass ich den verliere? Keine Ahnung. Okay. Gehen wir rein. So habe ich das nicht gemeint.
Jo, der rammt ein bisschen gerne. Jetzt nicht mehr, mein Freund, jetzt nicht mehr. Aber das war nicht gut, das lief überhaupt nicht gut gerade. Viel zu viel Energie verloren von dem Quatsch. Einem einzelnen Gegner nicht ausweichen können, ist schon so ein Armutszeugnis. Yay! Yay! Jetzt bin ich super langsam. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Es ist halt nur deswegen ein gewisser Vorteil, weil man jetzt alles Mögliche aufmachen kann. So. Ja, und man kann jetzt, genau, ne, man kann jetzt hier zum Beispiel, kann man einfach nach hinten laufen. Kann das Knochenherz mitnehmen. Ich hätte es nicht jetzt schon mitnehmen dürfen. Das war dumm. Das war ziemlich dumm. Das war ziemlich sehr dumm, weil jetzt kriege ich es nicht mehr gefüllt. Die einzige Chance, dass ich es noch vorher gefüllt bekomme, wäre, dass hier eine Münze drin ist. Jetzt drei Münzen haben. Ich habe die Bombe versaut. Ach, ich hasse alles. Nein, Adobe. Und wenn ich jetzt getroffen werde, ist das Knochenherz weg. Fantastisch. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Und ich bin halt super langsam. Ich werde nicht ausweichen können. Mist. Falsche Reihenfolge. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, bum, 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 ja, scheiße. Wir brauchen dringend so eine Art Speed-Up. Spiel, es wäre schön, wenn du nicht laggen würdest. Was ist jetzt los? Holy shit. Ach. Alter, Spiel! Aber es ist diesmal wirklich das Spiel, es ist nicht die Aufnahme, ne? OBS leckt gar nicht. Das Spiel leckt einfach, weiß nicht warum. So. Es war ein Speed-Up, genau. Aber viel mehr kann ich jetzt hier auch nicht tun. Keine Ahnung, was du bist. Zap. 2 Volt, hat er gesagt. Hat das vielleicht was mit Aufladung zu tun? Hat das vielleicht was... Wo bist du?
Na, ich kenn's noch nicht und es scheint jetzt nicht exakt irgendwas sofort zu machen. Wir warten einfach mal ab, was es tut. Okay, ich verstehe, was es tut. Oder auch nicht. Hat es nicht gerade... Hä? Hat es nicht gerade so einen Effekt getan? Man muss sich dafür in die Nähe von dem Ding. Muss ich dafür in die Nähe oder macht das die Tiers? Das mache ich, macht das oder was? Mache ich das? Ich weiß es nicht. Wann passiert das? Wenn ich dafür in die Nähe muss, ist es nicht so. Okay, jetzt hat es wieder... Ja, irgendwie, wenn ich in der Nähe von denen bin, ne? Kann der Brimstone da oben? Ich fürchte ja, aber ich muss erst ihn wegkriegen. Ja, da ist mal. Der kann sogar diesen Ecken-Brimstone. Aber das ist eigentlich ganz gut, weil wenn man dann direkt vor seinem Mund ist, kann er den eh nicht treffen. Dann ist der da ziemlich schlecht, was das angeht. Okay. Ja gut, das war das. Viel mehr kann ich auch jetzt nicht tun. Ich will jetzt ja auch noch kein Geld ausgeben. Du bist zu... Oh, ich wollte gerade sagen, du bist zu schnell. Und da hat es ihn aber schon zerlegt. Sehr gut. Sehr schön. So, diesmal gehen wir nicht rein. Ich hoffe auf Engelraum. Beim nächsten Mal. Jetzt gehen wir aber auch nicht in den Stachelraum. Das ist mir zu riskant. Ja, Abflug. Abflug. Speed up. Sehr gut. Sehr gut. Nope. Es war ein Tier-Sub und ich glaube, ich habe noch woanders ein Stat-Up gesehen, aber ich weiß nicht mehr wo genau. Okay. Ich könnte pokern. Poker lieber nicht. Wir gehen mit vollen Herzen hier rein. Ach! Laden die sich gegenseitig? Also werden die so gegenseitig? Weil jetzt war ich doch nicht in der Nähe, oder? Doch, irgendwie... Ich glaube, das verbindet meine Tränen und mich und so mit dem. Irgendwie sowas. Ja, was war. Ach so, ich kann ja laufen. Über die Dinger. Ich kann über die Dinger laufen, stimmt. Ich hab ganz vergessen. Ah ja, da muss ich bei den Pilzen besonders aufpassen. Ja, ich muss in der Nähe sein, dass es diesen Elektroeffekt gibt, scheinbar. Okay. Wie oft jetzt in dem Part schon Gegner in mir einfach explodiert sind. Okay. Wir hatten in einem der... Oh Gott, ich bin schon über den Filz gelaufen. Wir hatten in einem der Ultra Hard Ones hatten wir auch so ein elektrisches Ding. Das war anders. Das hat irgendwie die Gegner miteinander verbunden. Das war cool. Hat mir natürlich den Ultra Hard One auch nicht gerettet. Aber war ein cooles Item. Ich weiß aber leider nicht mehr, welches es war. Keine Ahnung mehr.
So. Ja, ich muss mir das HP abgönnen. Es geht gar nicht anders. We need hearts. Und es lädt vor allem voll auf. Und es ist noch zusätzlich ein Shot-Speed-Up. Was nicht schlecht ist. So. Okay, zwei von euch sollten eigentlich nicht das Problem sein. Wenn sie nicht zu weit auseinander gehen. Weil sonst kommt natürlich das Problem, dass wenn sie die Strahlen machen. Aber es hat sich schon erledigt. Das war's schon. Das war schon der Teil. Sofern jetzt nicht noch irgendwelche Kacke in mich reinschickt, war es das. Okay. Wen haben wir jetzt noch? Noch ein Pin? Ja. Normaler Pin diesmal. Achso, zwei. Normal, dafür zwei. Dann haben wir ja gute Chancen für Angel Deal, weil dann spiele ich die auf jeden Fall, die Satan Challenge. Nein, ich habe nicht aufgepasst. Weg. Und der zweite verabschiedet sich jetzt auch. Tschüss. So, nochmal kurz hier reingucken. Ich meine, ich könnte auch hoffen, dass er mir mit 12 Münzen was gibt, aber ehrlich gesagt würde ich lieber nicht drauf spekulieren wollen. Nein, das lassen wir schön bleiben. Das lassen wir schön bleiben. Aber dann wäre das dieses Elektro-Dings auch was, was man eher konsumieren sollte. Das ist jetzt nicht für den One hier so sinnvoll. Das könnte man auch konsumieren und daraus ein Stats-Up-Dings machen. Wenn ich das jetzt einsetze gerade, würde es irgendwas bringen? Ich setze es jetzt mal lieber nicht ein. Nicht, dass ich noch irgendwas schief, dass ich noch irgendwas falsch mache dabei. Das wollen wir ja nicht. Kannst du dich jetzt mal verabschieden lang? Ja, danke. Sehr, sehr gnädig. Nein! Ja, das kannst du machen. Mach das, mach davon mehr. Nee, nicht das. Nicht das. Das auch nicht. Ciao. Okay, ich bin wieder so kurz, ne? Das ist nicht, das Sacred Heart. Das darf man nicht verwechseln. Es sieht sehr ähnlich aus, aber es ist nicht das Sacred Heart. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Aber das ist... Immaculate Heart. Genau. Und der Dornenkranz ist, glaube ich, ein Damage-Up. Oh, wait. Wait, das Herz ist auch ein Damage-Up. Plus 20% Damage-Multiplier. Fully heals all of your Red Heart Containers und ist ein HP-Up gleichzeitig. Okay. Und ich habe auch noch so Tränen um mich rum. Also es ist schon auch ein Item, was man auch mitnehmen sollte, aber es ist nicht das Dings halt. Es ist nicht das Yo. Na, das ist das, da geht auch zusätzlich so Tränen um mich rum. Und die sind stärker. Also es ist schon ein geiles Item. Ich bin ganz kurz falsch abgebogen. Okay. Gut, dann jetzt. Nächste Ebene.
Jo. Meine, ich könnte das blaue Herz jetzt wieder opfern, aber... Ah, wir gucken noch in den Stachelraum. Wir gucken noch in den Stachelraum. Wenn da was Cooles drin ist, ärgere ich mich nachher nur. Blaue Herzen sind hier in diesen Ones ja jetzt nicht so krass wertvoll. Ich hätte mich so geärgert, wenn ich hier nicht rein wäre. Oh mein Gott, hätte ich mich geärgert. Oh mein Gott, hätte ich mich geärgert. Wir haben einfach... Yo. Yo. Wisst ihr, was ich jetzt noch schnell kaufe? Wenn ich schon... Also bevor ich unten ein schlechtes Item habe, kaufe ich hier noch die Schraube. Ne? So. Und jetzt Abflug. Und noch ein HP hab mitgenommen. Schön. Das läuft doch schon besser. So. Dann machen wir gleich mal hier ein bisschen... Ja, ich wollte eigentlich den anderen auch da reinschubsen, dass ich da eine Fläche habe, aber so habe ich zumindest eins, wo ich rumlaufen kann. Das ist ein HP-Up, das werden wir nicht consumen, das werden wir nehmen. HP-Up ist sehr richtig und wichtig für diese Challenge. Das könnte ich mir jetzt eher vorstellen, dass ich das konsumiere. Damage-Up und Speed-Up, sehr gut. Da liegt eine Karte, die braucht man nicht. Die Kerze ist auch nicht so, aber das da, das ist... Den Pilz werde ich auf jeden Fall mir holen. Den Pilz werde ich mir holen. Der ist auch nochmal ein HP ab nachher. Okay. Gut, gehen wir rein. Aufpassen, dass ich nicht zu viele Gegner gleichzeitig hier habe. Sonst werde ich zu oft getroffen. Wäre nicht so geil. Der muss jetzt langsam mal weg hier. So. Bist du denn? Und wann könnt ihr denn so einen Speed auf... einen Speed aufnehmen? Nein, ach Mann... Ich laufe überall rein. Doch kacke. Ich habe viel zu viel Schaden hier genommen. Aber was soll's. Okay. Wir gehen einmal kurz hier rein. Du kannst wegbleiben von mir. Und dann holen wir uns den Kollegen hier. Gut. Dann... Da ist noch ein HP-Up, sehr gut, das werden wir uns auch gleich noch gönnen. Aber dann jetzt erstmal... Fight. Auch für den Fall, dass wir jetzt gleich den Satan-Deal bekommen, habe ich auch dann ein paar Herzcontainer, die ich opfern könnte, falls gute Items drin sind, ne? Yo! Der Elektro-Dings war gerade enorm stark. Der hat gerade richtig aufgeräumt. Nein. Nein! Hört doch auf, die treffen zu lassen. Wo? Ich hab's nicht gesehen. Ich hab den Schuss nicht gesehen. Oh Mann. Kann sich einer von euch zwei jetzt langsam mal verabschieden?
Mit so wenig Kerzen habe ich dann ein bisschen Bedenken, den Satan-Kampf zu machen. Man weiß ja nicht, was kommt. Wäre schon besser, wir würden noch mal irgendwo Münzen bekommen. In Münzen. Ja, doch, eben Münzen. Für die 15 hier. Ich meine, ich könnte jetzt auch mit den roten Herzen auffüllen, aber das ist eigentlich ja nicht. Blöd. Gucken wir mal kurz hier rein. Vielleicht habe ich ja hier Glück. Ja, das war nicht das, was ich meinte. Aber vielleicht habe ich ja hier Glück. Schade. Kein Glück. Gehen wir mit 2,5 Herzen in den Deal oder nicht? Wird schon schief gehen. Okay. Ist das alles oder kommt was dazu? Kein anderer Gegner zu sehen. Das ist einfach nur Fistula-Viech. Sollten wir hinkriegen. Wenn ich nicht alles gleichzeitig aufmache und immer schön die Kleinen erst wegmache, dann sollte das doch eigentlich laufen. Okay, es ist ein Satan-Deal, aber jetzt können wir auf jeden Fall reinlaufen. Der ist quasi Pflicht. Der ist quasi Pflicht. Das Ding mitnehmen ist sowas von Pflicht. Okay. Gut. Mehr kann ich hier nicht tun. Weiter geht's. Brauch halt Energie. Ich brauche jetzt Energie. Na, ich bin ein bisschen energietechnisch ungünstig. Aber ich warte erst hier ab. Vielleicht kriege ich ein Item, womit ich mich aufladen kann. Ist ja alles möglich. Ja gut, ich würde es jetzt nicht konsumieren, weil es kann halt schon coole Sachen spawnen. Ja. War definitiv richtig, nicht zu konsumieren. Ja, okay. Kann ich mitleben. Gibt Schlimmeres. Jetzt komme ich hier schon rein. Das werde ich auch nicht konsumieren. Das macht diese blauen Dinger bei den Gegnern, ne? Das ist cool. Genau, Spore Shot. Das ist eine coole Sache. Das ist ein cooler Effekt und es ist auch praktisch. Gut, das war doch schon mal schön. So, jetzt werden wir mal vorsichtig die Kollegen hier... Ich weiß, ich könnte drüber laufen, aber das ist ja gerade riskant bei den Dingern. Okay. Dass ich da nicht irgendwo reinrenne nachher. So, dann gucken wir mal hier hoch. Oh, das ist wichtig, wo ich jetzt davor stehe. Jetzt schauen wir mal, ob ich Glück habe und ihr mir hier Geld gebt. Zu gütig. Zu gütig. Okay. Zu gütig. So. Dann füllen wir jetzt noch die Herzen auf. Ich gehe hier kein Risiko ein. Wir gehen hier mit voller Energie rein. Sehr schön. Sehr gut. Nicht treffen lassen. Nicht treffen lassen. Nicht treffen lassen. Hä? Wo?
Ich weiß nicht, was mich getroffen hat. Aber es war zum Glück keiner von den Laufen, von den Läufern, weil sonst hätte ich jetzt ein ganzes Herz verloren. Nein! Das war ja frech. Das war ja frech. Okay, wir können uns das nächste HP ableisten. Rein da. Rein da, sag ich nur. Treffe ich ihn so? Ja, doch, ich treffe ihn. Okay, alles gut. Ich war nicht sicher, ob ich nah genug dran bin. Aber ich war nah genug dran. Okay, zwei von den Viechern. Passt. Damit kommen wir klar. Und tschüss. Und gleich weiter. Nochmal zwei von euch und nochmal so einer. Okay. Das sind ein bisschen viele Schüsse gerade, in die ich da reinrenne. Das war nicht so cool. Das war nicht so cool. So, was kriegen wir hier? Nee. Das kann man alles behalten. Ciao. Okay. Dann würde ich jetzt auch erstmal weiter. Dann traue ich mich jetzt aber auch in der Runde nicht, bin ich ganz ehrlich, in den Stachelraum, weil wir zu wenig Herzen dafür haben. Ein Crawl Space, okay. Puh! Ja, gut. Ich könnte da oben noch ein bisschen was machen, aber es ist mir zu riskant. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Letzte Ebene mit Itemraum. Erstmal hier. Ja. Erstmal hier aufräumen. Bevor da irgendwas schief geht. Ja, komm. Nur Nieten gezogen hier. Nur Nieten gezogen. Damage up. Das werde ich auch nicht konsumieren. Das werde ich mitnehmen. Ganz klar. Ganz klare Geschichte. Nice. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Itemtechnisch nicht so geiles Zeug. Dann einmal den Schlüssel kaufen. Und erstmal gucken. Da bin ich jetzt fast im Überlegen, ob ich den konsumieren soll. Das könnte mir am Ende halt mehr Stats geben, die nützlicher sind als... Weiß ich nicht. Was konnte der nochmal? Lass mich mal schnell lesen, bevor ich mich falsch entscheide.
blocks any shots that hit it, aber er folgt mir halt. Ach so, wenn er getroffen wird, dann hat er aber den Effekt, Schaden zum Raum zu machen. Naja, okay, ganz ehrlich. Dann ist es ein zusätzlicher Schutz eigentlich, wenn man so will. Auch wenn, na, ich meine, Schutz ist was anderes, aber wenn er getroffen wird, hat er halt eine 10% Chance, Schaden zu machen bei den Gegnern. Kann man mal mitnehmen. Ist vielleicht doch besser, als ihn zu konsumieren. So, und jetzt gehe ich aber wieder auf Nummer sicher und kaufe mir restlichen Herzen hier. Sollte ich nachher mit weniger Herzen hier reinkommen, dann weiß ich, dass ich es richtig gemacht habe. Okay, mal schauen. Ich muss halt wirklich verhindern, getroffen zu werden. Das wäre schon wichtig. Nye. Was bei unsichtbaren Gegnern halt gar nicht so einfach ist, verhindern, getroffen zu werden. Okay. Ich wollte gerade sagen, kann nicht einer von denen mal da unten explodieren? Und es ist schon passiert. Sehr gut. Just what I needed. Da ist ein Unsichtbarer. Irgendwo ist ein unsichtbares Drecksvieh. Ach, das war der Geist wahrscheinlich. Okay, da muss ich aufpassen, dass ich in die nicht reinrenne, wenn die kaputt gehen. Und hier das Gleiche. Okay, gut, 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 gut. Bisher alles easy. Bisher alles... Oh Gott, die machen böse Dinge. Ich muss nur aufpassen, wo sie auftauchen. Dann ist alles okay. Ja, okay, das habe ich blöd gemacht. Okay, tschüss und tschüss. Eieieiei. Okay, das ist Range Up. Das ist alles nicht so... nicht so nützlich. Dann gebe ich lieber nochmal für meine Herzchen aus. Es sind jetzt halt fehlinvestierte 6 Coins, sollte ich gleich im Satan-Deal nochmal mein Herz opfern. Aber es sind dann richtig investierte Coins, sollte mich der Satan-Deal hier gleich erledigen. Null. Aber der Kampf dort sollte kein Problem darstellen, tatsächlich. Nein, der Kampf stellt auch kein Problem dar. Und der Satan-Deal muss jetzt schon was echt Brauchbares haben, dass ich dafür meine Herzen wieder opfere. Ach, das war der normale Kampf. Das war noch gar nicht der Satan. Ups, ich dumm. Ich dumm. Stimmt, wir haben ja noch gar nicht aktiviert. Das ist ja der Kampf, den ich machen muss. Okay, jetzt wurde er getroffen, nicht ich. Habe ich verstanden. Gut, gut, gut. Jetzt kommt der Satan-Kampf. Ja, okay, auch der... Dass ich mir das nicht merken kann, ne? Wie diese blöden Drecksdinger... Ich darf nicht, ja, richtig, ich darf nicht, ich muss die immer unter mir eigentlich haben. Über mir. Ah, ich... So, der erste ist weg, aber ich wurde viel zu oft getroffen. Das ist ein ganz schlechter Kampf, Mädchen. Oh, nee, komm. Nicht noch mehr Schaden, nee. Oh mein Gott, Junge. Gott, war das schlecht. Wieso lasse ich mich immer von sowas so böse verunsichern? Nee, alles nee. Ich mache nur kurz die Flammen kaputt und dann gehen wir hier ganz schnell raus, bevor wir hier irgendwo reinlaufen. Okay. In der nächsten Ebene gibt es eh keinen Itemraum mehr. Das heißt, alles was dann noch ist, ist Sachen zu kaufen und rote Herzen wird es da sowieso geben. Und daher gehen wir jetzt erstmal weiter. Ach, ich kann ja hier noch. Muss nur aufpassen, dass da ein Bombenstein dabei ist. Auf den darf ich nicht drauflaufen. Okay. Oh, okay. Gut, Sven's nehme ich eher mit in den letzten Kampf. Das ist eine bessere Karte. Gut, dann haben wir alles hier getan, was wir tun konnten. Abflug. So.
Erstmal die Flammen kaputt machen, bevor ich reinrenne. Genau, jetzt gibt es hier sogar günstigere Herzen. Das wäre nochmal ein Range-Up. Wäre eine Idee. Aber sehe ich jetzt auch nicht so wirklich. Wir machen mal die Herzen voll. Warum, solange sie im Angebot sind, bleiben die hier im Angebot? Das wäre super gut. Okay. Gut, dann schauen wir mal. Ich meine, das 15er-Ding... Eigentlich kann ich es kaufen. Eigentlich kann ich es kaufen. Ach, der Range-Up sage ich schon. Tears-Up. Ich meinte Tears-Up. Ich meinte wirklich Tears-Up. Glaubt mir jetzt wieder keiner. Ist es egal. Dann glaubt ihr es mir halt nicht. Ich meinte wirklich Tears-Up. Also immer wenn dieses Ding kommt, habt ihr aber schon längst verstanden. Dann aktiviert sich der Necronomicon-Effekt von dem Geist, den ich mitgenommen habe. Und immer wenn das passiert, ist das eine Bestätigung dafür, dass es gut war, ihn mitzunehmen. Na, für jedes Mal, dass wir diesen Bildschirm sehen, ist es eine Bestätigung, dass es gut war, das Ding mitzunehmen und nicht zu konsumieren. Weil dann hat sich der Effekt ausgelöst und hat sich gelohnt. So ein Ding ist das. Das war blöd. Die Köpfe brauche ich gar nicht angreifen. Ich muss die Gegner angreifen. Sehr schön. Weg mit euch. Alles weg, frühstücken hier. Nein! Mach Müll. Ich mach Müll und ich will keinen Müll machen, weil Müll machen ist blöd. Okay. Kaufen, Item kaufen hier ist Quatsch. Ich fülle mich wieder auf. Das ist das Sinnvollste, was ich hier tun kann. Mit dem Geld. Das war ja ernst. Schön. Oh, Junge. Drei von euch. Das wird gleich sowas von Bullet Hell hier. Sag ich ja. Aber der erste ist schon weg. Klar, Gott sei Dank. Der zweite ist weg und der dritte ist weg. Ich fühle mich wieder auf. Dann gehen wir noch in den Kampf rein. Okay, ist wieder dieses Ding. Das dürfte mit der Sache, die wir dabei haben, dürfte das eigentlich ganz gut sogar laufen. Damit sind nämlich schon mal alle Masken weg und die Maske selbst ist auch sofort erledigt mit den Teilen. Money ist gleich Power, nee. Und das Ding da ist auch nee, aber die Kiste könnte halt was sein. Okay, Kiste ist auch nee, tschüss. Alles klar. Dann kann ich jetzt allerdings natürlich noch rerollen und hoffen, dass noch was Brauchbares für 15 Münzen kommt. Oh, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich habe ja überhaupt nichts zu verlieren. Wird der Geist größer für mit BFF? Wird der Geist größer? Trifft es den auch? Aber sonst habe ich nichts. Es ist eigentlich nur der Geist. Ne? Ich glaube, das Ding hier wäre besser, aber ich weiß nicht mehr, was es ist. Ich guck mal ganz kurz nach. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Tears-Up, dass da Tears-Up dabei war. Ja, Tears-Up. Starkes Tears-Up sogar. Und ein Tears-Up ist gut für den Endkampf. Kann man gut gebrauchen. Passt. Passt. Abflug. Alles gesehen. Ah, wir könnten natürlich noch. Jetzt können wir auch noch den hier, den Kollegen hier besuchen. Na gut.
Ja gut, war jetzt nicht so. Wo ist das? Ah, jetzt okay. Dann kaufe ich halt ein 3 Herz, ist in Ordnung. So. Zum Glück gehe ich nicht nach dem Goal hier mit viel Münzen rauszugehen, weil das wird jetzt natürlich nicht erreicht. Aber was soll's. So, jetzt kommt noch der Kampf hier erst. Dann schauen wir mal. Aber ich bin eigentlich recht guter Dinge, wenn ich ganz ehrlich bin. Wüsste nicht, was da jetzt schief gehen soll. Ich sehe halt leider meine Herzen nicht mehr. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber solange ich nicht getroffen werde, habe ich genug. Ich finde das eine gute Theorie. Okay, ein Treffer. Zwei Treffer. Ich muss aber trotzdem schon aufpassen. So ist nicht, ne? Einen hat er gekriegt. Weiß jetzt nicht, warum ich The Void eingesetzt habe, weil ich es kann. Aber wir müssten um die mindestens 8 Treffer zur Verfügung haben, oder? Jetzt habe ich zweimal getroffen, wurde ich zweimal getroffen. Das ist eigentlich. Kann es noch nicht so dramatisch sein. 3 Treffer. Ich weiß halt nicht, ob der ein ganzes Herz abzieht. Oder nur ein halbes. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich muss auch lieber nicht rausfinden. Ah, wieder ein Stück übrig geblieben. Ist okay. Immer noch bei 3 Treffern, richtig? Wurde er getroffen? Bomben, Vorsicht. Gefährliche Bomben. Okay, sieht aber gut aus. Dauert halt trotzdem echt ewig, ne? Man merkt richtig, wie dieser Damage Cap. Man merkt es jedes Mal, wie dieser Damage Cap einfach voll reinschlägt. So, tschüss. Wow, a Nugget has appeared in the basement. Und ich hab. Ah, ich könnte noch hier Kohle bekommen. Kohle, Kohle. Dann nicht. Gut! Doch noch mal eine Stunde geworden, weil ich dachte eigentlich, wir machen so einen Run und wir haben es dann gleich. Aber Apollyon hat sich doch ein bisschen gezogen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.